Einen wundervollen guten Tag, meine Damen und Herren. Hört ihr das? Hört ihr die epische Musik des Todes? Willkommen bei Elden Ring. Ich habe eure Kommentare gelesen zum letzten Video und ich glaube, ich habe einen tollen Kompromiss gefunden. Ich habe hier eine PlayStation-Version. Oh, die ist offline, ne? Oh mein Gott, man braucht einfach PlayStation Plus, um online zu sein. Yikes. Na, absoluter Wahnsinn. Wir spielen heute Elden Ring. Ich habe schon mal quasi Elden Ring gebracht, aber da hatte ich Probleme in dem Sinne, dass ich Elden Ring gespielt habe und die Problematik bestand, dass ich Restriktionen hatte. Ne? Ich musste mich an bestimmte Dinge halten. Na, hier in dem Fall waren es so 30 Minuten Zeitbeschränkungen und so ein Shit. So, wir können jetzt Folgendes tun. Wir können mit einer goldenen Saat starten. Ich habe jetzt natürlich jetzt mehr Ahnung. Ich erkläre euch gleich, wie wir das Ganze machen. Steinschwertschlüssel ist auch cool. Die nehmen wir ja ganz einfach mal mit. So, also, der Plan ist folgendermaßen. Ich streame ja Elden Ring. Und viele haben sich dafür entschieden, sie finden es nicht gut, wenn ich Elden Ring oder ein Let's Play bringe, was sehr streamlastig ist. Es gibt natürlich so Stream-Aufnahmen, die ganz cool sind. Den Trailer spare ich euch jetzt quasi. Es gibt Stream-Aufnahmen, die ganz cool sind. Und wie zum Beispiel die TFT oder sowas. Ne? Die sind in sich rund und alles funktioniert basically. Und dann gibt es aber Aufnahmen, die da nicht so cool sind, weil ihr natürlich nicht wollt, dass ihr die ganze Zeit in den Chat kommt. Das heißt, wir machen Folgendes. Ich streame auf dem PC und habe aber hier die Möglichkeit, auf der PlayStation, wo auch Aufnehmen deutlich angenehmer ist tatsächlich. Also Aufnehmen ist sehr belastend für den Rechner, viel belastender als Streaming. Und zumindest verstehe ich das so. Und ich kann hier quasi ein anderes Bild spielen. Das bedeutet, der einzige Nachteil, den ihr bekommt, ist, dass der Maxi Markov hier wahrscheinlich keine neuen Dinge sieht. Sondern Maxi Markov im Stream ist halt, alles ist krass und geil. Und hier bin ich, gehe ich quasi nicht hyperblind an die Sache ran. Das ist jetzt natürlich, ihr seht schon, der Anfang ist halt hilarious. Das ist natürlich ein bisschen weird. Ich gestorben? Ich war noch in der Rolle, ne? Kann gar nicht die Death annehmen. Also gegen den soll man basically sterben. Ich weiß auch gar nicht, was passiert, wenn man den besiegt. Das weiß ich gar nicht. Na, ihr kriegt jetzt aber einen Maxi Markov, der tatsächlich weiß, wie das Spiel geht, der mit sehr viel Knowledge rangeht, aber jeden Tag für euch eine extra Aufnahme macht und hier anders spielt als auf Twitch. Na, hier seid ihr der Fokus, hier kann ich noch ein bisschen erzählen. Ich habe doch viel mit Max drüber geredet, bei Hand of Blood, wie man so manchmal Aufnahmen machen kann, was so attraktiv sein kann. Und ich habe bemerkt, dass es manchmal hyper, mega, omega, leer attraktiv ist, wenn derjenige, der das Spiel präsentiert, schon ein bisschen was über das Spiel weiß. Es hat auch was mit Bossen und so weiter zu tun, wo ich natürlich hoffe, dass Erfahrung Geschwindigkeit erhöht. Das bedeutet, als YouTube-Aufnahme plane ich immer so eine halbe Stunde und vielleicht kickt doch mal eine Sucht rein. Na, ich lasse das jetzt hier mal so ein bisschen laufen. Da kickt ein bisschen die Sucht rein. Das ist jetzt hier nicht so viel Story, sondern na, sie plant was mit uns. Na, und sie weiß, dass wir den Elden Ring suchen und nutzt uns so ein Stück weit. Wir nutzen sie natürlich auch. Na, das ist ein Geben und Nehmen. So. Und wir haben uns beide darauf geeinigt, dass es sehr cool ist, wenn der Aufnehmende, wenn derjenige, der das Spiel präsentiert, einfach viel über das Game weiß, wie es funktioniert. Das bringe ich natürlich jetzt von Natur aus mit. Ne? Ich habe den Netzwerktest und den ganzen Shit gemacht. Basically ist das jetzt auch eine doppelte Aufnahme, weil ich habe ja schon einige Sachen schon gespielt und so weiter. Ja? Und
Ja, also ihr werdet hier wenig Reaktionen sehen, allerdings werden es wahrscheinlich auch jetzt nicht zu wenig sein. Ich habe ja sehr viele No-Death-Runs gemacht und egal wann ich Dark Souls spiele, das Spiel bringt mir immer etwas Neues bei. Immer bringt es mir etwas bei, was ich nicht wusste. Okay, jedes Mal. So, und ich denke, hier wird es auch so sein, plus dass ich gleichzeitig die Möglichkeit nutze, bei der YouTube-Aufnahme wie hier die Waffen so ein bisschen zu testen. Im Stream habe ich so eine Axt, ne? Die ist auch broken, so wie ihr es auch vielleicht aus Dark Souls 1 kennt, die Battle Axe ist einfach. Also gerade auch die Jump Attack, ne? Also ihr müsst euch viel an diese Jump Attack gewöhnen. Die ist, boah, ist die Meta, ne? Also die ist sick as fuck. So, also es macht halt nicht nur mit Abstand am meisten Damage, es ist halt ein smoother Heavy Attack. Sondern die Besonderheit liegt natürlich darin, dass du auch super viel Stagger-Damage machst. Also der Poise-Schaden ist einfach ridiculous. Also das ist auch eine Sache, die ich mich selber gewöhnen musste. Und ihr wahrscheinlich als Zuschauer denkt, what the fuck is happening? Wieso jumpt der? Wir gehen jetzt auch hier das Tutorial so ein bisschen durch, damit ihr so ein paar Grundmechanics macht. Also im Prinzip zeigt er jetzt, also ist sehr anfängerfreundlich. Ne? Das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ich mag gute Tutorials. Ich werde euch aber quasi erklären, wenn es was völlig Neues ist. Ne? Wir sammeln hier Früchte ein. Da gehe ich dann später noch drauf ein. So, genau, hier kann man, der will uns sagen, nimm zweihändig. Na, und dann kriegst du den aber halt auch, oder dessen Guard halt sehr schnell gebrochen. Wenn die Guard gebrochen ist, kriegst du deinen Free Hit. Riesig rein in den Salon. So, also das will dir das Game basically beibringen. Und die Idee ist dann quasi zu sagen, okay, wir machen eine YouTube-Aufnahme. Oder ich weiß einfach mehr Bescheid und ihr bekommt hier einen klareren Maxim, der gut abschätzen kann, wie lang er für etwas bleibt. Also ich spiele das Spiel jetzt schon, bevor ich es überhaupt durch habe, spiele ich es quasi ein zweites Mal durch und versuche auch trotzdem gute Stellen zu zeigen und sinnlose Grindy-Stellen so ein Stück weit wegzulassen, wenn ich das Gefühl habe, ich weiß halt noch nicht genug. Ich habe das jetzt, ich glaube, 9 Stunden gespielt oder so. Na, plus noch Netzwerktest. Die Schleichmechanik habe ich hier gar nicht genutzt. Also das Erste, was ich gemacht habe, ist tatsächlich die bei der Steuerung Schleichen rauszunehmen. Mache ich jetzt gleich. Mache ich jetzt einfach. Warte. Hier ist ja viel weniger zu tun. So, eine Sekunde. Ducken, aufstehen. Nicht zuweisen. Bumm. Perfekt. So, genau. Weil manchmal, wenn ich schnell renne, panicke ich mehr oder weniger. Und dann drücke ich halt rein und plötzlich rennt er und plötzlich schleicht er. Na, ist natürlich völlig useless. So, hier wird er auch brechen der Haltung. Na, er wird uns jetzt quasi. Also hier zeigt er uns basically den Jump Attack. Hat hier einen besonders kräftigen Gegner. Und der Bruch führt halt zu Haltungsschaden. Und dann kannst du ihn halt critten. So, oder riposten. So, hier haben wir Marika. Marika ist eine sehr tolle Frau. Und zwar bringt die uns bei, dass wir, wenn wir feeden, dort wiedergeboren werden können. Wir können also entscheiden, wo wir wieder sein wollen, was sehr geil ist. So, jetzt lernen wir den Abwehrkonter. Das bedeutet, wenn er hier schlägt, können wir instant zurückschlagen. Was quasi ein Heavy Attack ist. Ein Instant Heavy Attack, Leute, das ist eine sehr coole Mechanik. Viele haben gemeint, oh, jetzt werden ja Schildspieler bevorteilt oder sowas. Also tatsächlich sind die absoluten Kack-Noobs Schildspieler. Na, und dass Noobs haben es schon schwer genug. Und deswegen ist es total okay, dass es diese Funktion gibt. Ich habe jetzt ja, also, wie gesagt, selber sehr viel gespielt und der Schild ist ein hartes Accessoire. Kann natürlich sein, dass ich habe den Helden genommen im Stream. Und der, ja, der hat doch ein Pappschild. Also der, ich schilde von der Hälfte der AP. So. Das ist halt mega unangenehm. So. Jetzt zeige ich euch eine neue Spielmechanik, die ich gelernt habe und sehr froh darüber bin. Und zwar hier. Das kann man untersuchen und Steinschwertschlüssel. Jetzt habe ich es. Steinschwertschlüssel reinheaten. Und dann ist dieser Zugang betretbar. Hier gibt es tatsächlich zwei Items, die ich noch nicht holen werde. Ich bin zu wack. Ich könnte es probieren, aber da drinne. Also, wenn ich sagen würde, da drinnen lauert der Tod, wäre das eine hyper-duper Todesübertreibung. Oder Untertreibung, ja. Also, es ist wirklich. Tut's nicht. Ist ein Bait. Ist ein kleiner Bait. Na, ihr könnt es machen. Also, ihr könnt natürlich in Dark Souls oder Elden Ring kann man alles schaffen. Aber du kriegst auf die Mauletten.
war hart. Das würde ich jetzt mit dem Let's Play quasi vor, bis wir lassen das storymäßig da. Na, willkommen in Limgrave. Wir lassen die Story über uns ergehen. Ich präsentiere sie euch so ein bisschen. Das bedeutet, sollte es zu Kommunikation kommen, ist es... mache ich hier kurz Cinematic Mode. Ihr könnt in Ruhe mitlesen, mithören. Na, und dann werde ich euch so ein bisschen meine Route und meinen Plan verraten. Und etwas auch erzählen, was ich bisher gesehen habe. Also wie gesagt, um nochmal den Punkt klar zu machen. Ich möchte in diesem Let's Play ein Let's Play haben, was kein Frust erzeugt, wo ich nicht frustriert bin. Außer es ist gerade wirklich, ne? Wo ich eine andere Klasse spiele als im Stream, damit ich auch, also das Game gibt dir sehr viel. Es gibt dir halt übelst viele Waffen. Also bisher habe ich das zumindest beobachten dürfen. Wo man denkt sich, ja gut, jetzt habe ich halt auf Stärke getüdelt, ich kann hier nicht spielen. Na, du kannst halt nicht so schnell switchen, wie du es gern hättest. Das ist so ein Thema. So, da ist ein großer Boy, den habe ich im Test gemacht. Mache ich jetzt nicht. Ist Waste. Den macht man später, aber er ist sehr schwer. So, er ist wirklich hyper schwer. Und machbar, keine Frage, aber es dauert halt wirklich lang. Er hält so viel aus. Und bei ihm tatsächlich habe ich noch nicht rausgekriegt, wo ich ihn kritte. Also wenn jemand in den Kommentaren quasi in Anführungszeichen mir einen Tipp geben möchte, dann sehr gerne. Ich habe ihn schon übelst oft umgehauen, aber ich habe keine Ahnung, wo ich ihn, also wenn er so in dieser kritbaren Stage ist, wo ich ihn kritten kann. Habe ich noch nicht gefunden tatsächlich. So, wir machen ja die Aufwellungsverteilung so, wir werden hier nicht zaubern. Wir zaubern hier nicht. Ja. Machen wir einfach nicht. So, und dann haben wir hier die Schmiedeausrüstung. Wir gucken auch, was für ein Schwert wir nehmen. Waffe verstärken machen wir jetzt mal. Ne, also wir können es auch nicht. Aber wir machen es auch nicht. Ich habe vor uns erst Johnny so ein bisschen geholfen. Oder mit ihm so ein bisschen gequatscht. Ich habe seinen Stream gesehen. Ich müsste jetzt für die Playstation müsste ich hier Geld zahlen, eigentlich gerade, um Internet zu haben. Ne? Das ist ein bisschen kacke. Also PC Master Race auf jeden Fall. Das ist unser Shop. Da kann man verschiedene Dinge kaufen. Was ich bisher gut gelernt habe, ist, das ergibt uns sowieso den Tipp, dass wir dieses Werkzeugding kaufen. Und das machen wir auch. Und dann kann man hier verschiedene Sachen dann craften. Das ist sehr nice. Also ihr seht ja, dass wir hier so ab und zu Blumen und so weiter einsammeln. Und das hat etwas damit zu tun, dass man damit natürlich craften kann. Na, dann craftest du dir Bomben oder Wurfmesser, ne? Alles so ein sneaky Kleinkram. Und manchmal ist es aber auch so mittlerer Großkram. Na, das bedeutet, du hast dann manchmal einfach lächerlich viel Damage, zum Beispiel über Feuerschaden. So, ich werde jetzt mal meine Cam noch ein bisschen anders platzieren. Das tut mir jetzt leid, ne? Damit ihr auch seht, was für Items wir einsammeln. Unser Plan ist jetzt übrigens, ne? Wir haben ja hier... Die Taste darf ich nicht drücken. Ah, die Map ist... Oh, ich muss erstmal die Playstation-Taste, ne? Wir müssen mal hier hin. Na, wir haben so eine grobe Karte und keine Sorge, es gibt auch nicht grobe Karten. Genaue Karten, könnte man sagen. So, diese Sachen sammeln wir alle ein. Ist ein bisschen Loot-Hoarder-mäßig, aber man kann halt hier... Man kann sehr, sehr viel einlagern. Sammelt es ruhig ein. So, ihr werdet... man kann dann halt später verschiedenste kleinste... Sachen draus craften und das ist schön. Das ist einfach schön. Das ist einfach kein Nachteil. So, bei den beiden weiß ich nicht, ob das Schwein irgendwas mit dem zu tun hat. Also ich habe das Gefühl, die kommen hier beide gut miteinander klar. Na, werden wir auch noch entsprechend was machen. Zunächst erstmal, jetzt hat er aber sehr viel Poise gehabt. Na, hat halt schon sein Autotake geplant, der kleine Boy. Es gibt halt übelst viel so kleine Höhlen und so weiter. Und heute ist mein Plan bei der Aufnahme, dass wir viele solcher kleinen Höhlen besuchen und ein paar Bosse machen. Na, weil ich weiß ja, ich will nicht sagen, ich habe jetzt grob eine Richtung. Ne? Aber ich habe ein gewisses Bedürfnis.
Und das werden wir entsprechend auch erfüllen. Also ich weiß schon grob, wo ich ein paar Schmiedesteine bekomme, wo ich die Waffe erstmal ein kleines bisschen verbessere. Und dann werden wir uns eine schöne Waffe wählen. Ich weiß tatsächlich nur nicht, ob ich das Langschwert wähle. Weil da drinnen, na, in dem Laden, nenne ich ihn, in dem Wagen, ist eine sehr schöne Waffe. Eine sehr gute. Diese Blume kann ich übrigens empfehlen. Erdenblattblume. Seht ihr jetzt nicht richtig? Tut mir auch leid. Die kann ich euch sehr empfehlen. Damit kann man auch so ein Item machen, womit man PvP-Sachen sieht. Werde ich jetzt natürlich nicht machen können. Alles gut? Ei, bei was? Beim Abhang. Ja. Beim Training nicht verletzen, aber beim Kreuzchen machen. Das ist natürlich lustig. So, jetzt kommt... natürlich diese Lady direkt auf uns zu. Melina. Ist lustig, dass sie... Also wir haben auch eine Melina bei uns auf Arbeit. Und wir sagen Melina. Melina. So. Ja, und ich, wie gesagt, ihr könnt mir gerne euer Wissen quasi mitteilen. Wie gesagt, den einzigen Nachteil, vielleicht können wir mal das so listenmäßig machen. Na, die hat hier ein tolles Angebot für uns. Wir können ja eine Pro- und Kontraliste gerne machen. Ich mache jetzt hier wieder Cinematic Mode. Ganz vorsichtig. Und könnt ihr schön lesen. Ah, das Mikro ist ein bisschen weird, ne? Aber das tut mir leid. PlayStation steht ja hier links. Also großer Nachteil ist, wenig Überraschung bei mir. Aber ich gehe davon aus, dass Elden Ring uns sowieso tolle Dinge zeigt. Großer Vorteil ist, ich bin entspannter, ruhiger, deutlich kontrollierter. Nicht planlos. Manchmal sind YouTube-Aufnahmen einfach planlos. Ich versuche auch jeden Tag was zu machen. So wenig wie es geht vorproduzieren, damit das mal ein guter YouTube-Kanal ist mit viel Interaktion. Das ist jetzt, was ich jetzt mache, ist basically meine Freizeit. Okay? So, und da bin ich einfach glücklich. Ich spiele ein Spiel, was ich schon so ein bisschen kann. Und das lässt sich tatsächlich sehr schön präsentieren. Ich weiß, dass es noch frustrierende Momente gibt und wir werden noch gucken, wie wir mit diesen frustrierenden Momenten umgehen. Ich hoffe, wir finden da eine gute Lösung. So. Was wir jetzt gefunden haben, ist unser Spektralross, unser Pferd. Auch da gibt es eine solide Menge an Diskussionsbedarf. Bin ich ganz ehrlich. Ich habe sehr viel im Stream jetzt gespielt. Bruder, das Pferd. Also ich steige in vielen Situationen tatsächlich... häufig ab. Weil ich das Gefühl habe... Goddamn. So, warte mal, wir machen jetzt mal gar nichts tatsächlich. Das war so ein bisschen unhöflich von mir. Aber wir machen mal nichts. Weil... Ich gucke jetzt gerade. Ach ne, ich habe ja noch gar nichts. Sehr gut. Ich mache nichts, weil wir hier jetzt ein Schwert bekommen. Ich überlege, ob wir mit dem Schwert spielen. Das heißt, ich habe eigentlich eine Aufnahme mit einer Axt. So, hier seht ihr schon, dieses Anspringen ist... Ist halt ein interessantes Thema. Also es ist wirklich insane, wie häufig ich das jetzt machen werde. So. Hier ist, genau. Ich glaube, hier irgendwo ist auch eine Karte in der Nähe. Genau, wir haben ja dieses Schwert des Getreuen. Ich weiß tatsächlich nicht, ob das hyper gut ist. Ich habe nicht die nötige Stärke. Stärke 16, aber ich habe die nötige Geschicklichkeit. Stärke 16 sind wir aber auch nicht weit weg. Na, man sieht das schon, die Stats... Die können sich sehen lassen, ja, gerade wenn es zweihändig ist. Es ist tatsächlich wieder eine langsame Waffe. Ich weiß nicht, ob ich langsame Waffen... Also ich habe quasi zwei Äxte. Ich habe eine schnelle und eine langsame. Und ich glaube, schnelle Waffen sind nach wie vor einfach wirklich sehr, sehr, sehr... Ach, ich habe gar nicht genug Zeug, ne? Ist wirklich sehr, sehr gut. So, also langsame Waffen machen Spaß. Na, weil der Damage ist halt illegal. So. Und ist auch wichtig. Also du, wie Dark Souls nun mal ist, na, wenn man so das Gefühl hat, du, das ist ja voll leicht, liegt oft daran, dass man halt einfach die Leute einfach smackt, ne? So. Und dann macht's nicht... Oh, Schmiedestein gedroppt. Klar. So, das ist die Map. Na, jetzt könnt ihr schon sehen. Sieht schon ein bisschen besser aus, ne? Und tatsächlich, ich... Oh, jetzt fettroll ich aber. Also fettroll ich jetzt auf einmal. Hätte ich vorhin auch schon gesagt. Oh. So. Habe ich vorhin auch schon gefedrollt.
Oh, da war noch einer. Ich finde es übrigens geil, dass man fett rollt. Aber springen kann. Das ist ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen inconsistent. Hier steht auch ganz klar da, wann man eine mittlere Belastung hat oder sowas. Ich überlege, ob ich hier auch, ob ich jetzt ein bisschen Stärke reinnehme, damit ich das Ding einhändig führen kann, ob wir ein bisschen parryen. Tatsächlich wurde hier viel bedacht, dass man auch also verschiedene Bosse und Gegner parryen kann. Ich kann aber verstehen, wenn euer Grundgefühl jetzt ist, Maxim, also du hüpfst ja hier eine ganze Menge rum. Und tatsächlich ist bisher mein Gefühl, naja, man kann auch rennen. Es gibt auch richtig mal, es gibt auch die Rennattacke. Heavy Run Attack ist auch richtig geil. Dass er das so aus dem Schwung macht, also da muss ich sagen, haben sie halt geübelt, tryhardet. Aber das hier, na, du hast halt hier so fliegende Gegner, die schon in den neuen genug sind. Und die dann in der Luft abzufangen, also ich habe epische Momente gehabt im Stream, wo einfach irgendein Reiter ankam und ich einfach, na, und dann haut's dem vom Pferd. Na, und du bist einfach nur glücklich. Das heißt, wir werden, glaube ich, noch einen Punkt. Was macht der? Der haut ab von mir, ne? Kann sein. So. Aha, Vernichten von Gegnergruppen. Das ist auch eine coole Mechanik. Wir haben jetzt diese Fledermausgruppe besiegt. Ich glaube, der Soldat hat auch noch grob dazu gezählt. Wenn man das macht, kriegt man nochmal hier eine Flask. Sehr nice. So, müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Das Spiel ist auch super anders. In dem Sinne. Der ist aber da, Bruder. Das Spiel ist ein bisschen anders in dem Sinne, dass wir eine übel krasse Ausdauer haben. Also, was das Spiel von Anfang an. Oh, der hat eine Spaltachs bekommen, gell? Was das Spiel von Anfang an gesagt hat, ist: okay, wir haben Ausdauer und Mana und so weiter. Na, und das ist auch cool. Aber. Also man hat immer am Anfang mehr Ausdauer als HP. So. Also das hier, ich habe jetzt glaube ich Vagabund ja genommen. Ne? Vagabund ist so eine sehr ausgeglichene Klasse. Ich hätte auch richtig Bock tatsächlich auf die Hellebard. Ich bin so ein richtiger Hellebarden-Fanboy geworden durch Teil 1. Aber ja, die sind, also das ist auch hart. Das Ding ist halt sehr schwer. Na, sehr schwer und sehr weird. So. Man könnte jetzt hier auf jeden Fall das ganze Lager so ein bisschen ausräuchern. Der hier ist auch etwas stärker. Geschafft? Prima. So. Bam. Ja. Und der, habt ihr es gesehen? Der kann auch diese Moves. Der kann auch den Abwehrkonter, den uns das Spiel quasi beigebracht hat. Aber ihr seht ja schon, na, ist eine gewisse Ankündigung dabei. Und ja, na, ist also managebar. Aber solche Fights sind noch ganz cool, wo ich hart frustriert war. Oh, das war eine gute Range. War halt bei einem Gegner, der sehr schnell angegriffen hat und dadurch schnelle Waffen hart im Vorteil waren. Also stell dir vor, du rollst und machst dann Auto-Attack, ne? Und danach brauchst du halt sehr, bei einigen Waffen, sehr lange, ehe du dann wieder dodgen kannst oder sowas. Und das war erschreckend. Erschreckend, unangenehm tatsächlich auch. Also ich hatte halt einen Bossfight, der ging halt ewig. Für den Gebietsboss, würde ich mal sagen. Habe ich First Try gemacht, aber dann für den anderen habe ich das Gefühl 2 Stunden gebraucht, weil ich so wenig Openings hatte. Also natürlich macht es Spaß, mit so einer schweren Waffe hier die Leute aus der Existenz zu wuchten. Also macht richtig viel Spaß. Du kommst ja gut durch die Mobs durch, aber du leidest eventuell dann bei Bossen, weil es einfach Bosse gibt, die wenig Openings haben. Also wirklich gefühlt gar keine. So, jetzt gehen wir hier runter. Hier gibt es etwas sehr Schönes, glaube ich. Und zwar, boom, Talente. Ja, hier kann man Kriegsasche, Stampfer und ein Schleifmesser. Ne? Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, die Besonderheit an dem Spiel ist, dass man die Waffen verzaubern kann, basically. Das haben die auch cool gemacht, ne? Du hast halt da hinten deinen Bonfire. Und hier hast du basically noch eins. Ne? Was auch cool ist. Und diese Bonfire, wie gesagt, sehr, 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 sehr mobil. Und geben dir jetzt schon Optionen, deine Waffe so ein Stück weit anzupassen. Und zwar angenehm anzupassen, habe ich zumindest das Gefühl.
So, das heißt, wir geben uns mal die Option auf zweihändig. Würde ich einfach mal sagen. Und dann kann man hier Kriegsasche nehmen. In Kriegsasche kannst du da quasi deine Waffe beträufeln und dieser Waffe einen Spell geben oder ein Scaling. Das bedeutet, wir sehen schon hier, wir hätten jetzt 163 Damage, und aber mit der Veränderung weniger. Das heißt, wir können die Waffe wertig machen. Das bedeutet, wir verbessern, das ist quasi ein Quality-Build, gehe ich mir davon aus, oder wir lassen es standardmäßig. Und dann gibt es später noch ganz andere Sachen. Ne? Wir haben jetzt quasi hier ein extra Spell drauf gemacht. Und dieser Spell ist dieser Stampfer hier. Der verbraucht wenig Mana. Ich glaube, das ist mehr so ein Befreiungsschlag. Das ist so meine Vermutung. Entschuldigung, ist das gerade öffnet. PlayStation, ich bin noch nicht ganz klar. Ist so ein Befreiungsschlag und macht sehr wenig Schaden. Warum ist das schief? Wow, das Bild gerade schief. Zu. So, hier haben wir auch ein bisschen Story, nicht viel tatsächlich. Aber ein bisschen. I'd heard tell of a tarnished hurtling about atop a spectral steed. And upon looking into the matter, the talk I surmise is of thee. Thou art possessed of the power, no? Ich weiß tatsächlich nicht, was passiert, wenn ich Nein sage. Ah, as I had hoped, I was entrusted. Aber sie scheint auch so eine Jungfrau zu sein. So, Herbeirufungsglocke, das ist ganz wichtig. Diese Wölfe, übel worth. Also mega worth. Kann auch ohne Wölfe spielen quasi, aber ich finde es immer sehr gut mit. Ja, schön. Danke sehr. So, im Prinzip sagt jetzt auch nicht, wenn ich weiter was, die will dann einfach nur gehen. Gib mir die Störung. Ja, sie löst sich jetzt sowieso auf. So, wir verstärken jetzt unsere Waffe. Können uns das aber nicht leisten. What the fuck? Okay. Unlucky, I guess. So, aber nicht schlimm. Denn wir wollten ja, lass mich kurz meinen Orientierungssinn activaten. Hier gibt es ja auch Tag und Nacht, wie ihr sehen könnt. Na, der Baum bestrahlt uns natürlich. Ne? Das ist unsere Lichtquelle. Auch eine coole Idee tatsächlich. Also finde ich sehr, sehr sweet. So, Ausrüstung. Wir jieten bei der Ausrüstung diesen Ring rein. Und wir jieten bei der Ausrüstung diese Wölfe rein. Also wir können jetzt halt... Das habe ich übrigens nicht gezeigt in meinem Playtest, weil ich ein schlechter Spieler bin. Ne? Das ist auch der Vorteil, wenn man etwas... Also ich glaube, es ist... Wie gesagt, die Diskussion wird ewig gehen. Ist es gut, blind zu spielen oder nicht? Und ich glaube, ich habe verschiedene unique Selling Points, wenn ich etwas nicht blind spiele. Na, und euch quasi präsentiere, kann man fast schon sagen. So, das heißt, wir sprinten hier rein. Steigen dann entsprechend ab. Haben hier die Möglichkeit, uns an die Gnade zu setzen. Und werden uns hier durch die Höhle prügeln. Ich glaube, diese Höhle... Shit, das tut mir leid. Mein Fehler? Mein Fehler. Ich habe... Oder? Ist das mein Fehler? Scheiße, das ist mein Fehler. Trotz Vorbereitung. Ne? Ich habe vergessen, eine Fackel zu holen. Ich brauche eine Fackel. Es gibt hier Höhlen. Die sind sehr gut. Auch eine persönliche Empfehlung an euch. Ich weiß, das ist natürlich hier ein harter Spoiler-Beitrag auch, den ich leiste. Aber kauft Fackeln. Lernt dann entsprechend auch einhändig spielen. Weil ihr werdet halt super viel Probleme bekommen. In dunklen Orten. Also extrem viel. Es gibt halt einige wirklich dunkle Orte. Wir machen jetzt Folgendes. Wir machen jetzt kleine Höhlen. Na, ihr seht schon, dass wir trotzdem sehr viel Zeit verbrauchen, wenn ich hier Bescheid weiß. Und... Ups. Ihr könnt übrigens links und rechts angreifen, ne, was sehr, 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 sehr cool gemacht ist. Die nehme ich hier einfach so ein bisschen mit, die Kills. Und dann gehen wir hier in die Höhle rein. Es gibt ja fast in jeder Höhle Bosse. Ja, aber die Dunkelheit, Leute. Die Dunkelheit ist halt einfach... Die ist einfach sick. So, hier unten haben wir jetzt sehr viele Wölfe. Ein Wolf, darunter der hier, ist besonders groß. Großer Tipp von mir, macht immer einen Heavy Attack. Plunge Attacks sind immer Heavy Attacks, keine normalen. Also wenn ihr hier runter saust,
Ja, dann kann man hier sich gut austoben tatsächlich. Aber ihr seht schon, auch Hyper-Knowledge bringt nicht. Oh, das war der falsche Knopf. Vor dem falschen Knopf schützt einen natürlich niemand. So. Bam. So, da ist der Big Wolf. Aber den rufen wir jetzt aus dem Leben. Oh, wow. Er hat seinen Angriff einfach vorher durchbekommen. So, ihr seht schon, es sind halt hyper viele. Hier ist auch ein Schild mega mächtig. Aber gegen die Wölfe kann ich euch noch einen Tipp geben. Die Wölfe machen immer eine Doppel-Attack, was sehr geil ist, weil der Wolf dadurch euren Shield Break, also euren harten Konter, ja, gesprungener Topf, sehr gut. Ja, wir können dann mehr Sachen craften dadurch. Was soll ich sagen? Also du kriegst halt Probleme. Weil du machst dann quasi diesen Abwehrkonter. Und tatsächlich ist der Abwehrkonter sehr, sehr unangenehm. So, wir haben jetzt hier lauter Glühwürmchen eingesammelt. Wir haben ein bisschen Moos eingesammelt. Alles, was ihr hier so einsammelt, oder fast alles, vieles davon, sind Crafting Materials. Auch so krummen Fleisch und so, ne? Viele Sachen sind einfach legit Crafting Materials, um gewisse Sachen herzustellen. Ihr müsst die Rezepte kaufen oder finden. Also der Typ, der Weihnachtsmann, nenne ich ihn einfach mal. Auch der gibt dir die Möglichkeit, Rezepte quasi zu kaufen. Was die bringen, steht nicht da. Ja. Das ist ein bisschen unlucky. Ne? Also man muss sich da so ein bisschen durchprobieren. Ich meine, keine Ahnung, wie viel jetzt 200 Seelen, Runen wert sind oder tatsächlich wert sind. Ne? Aber es ist unangenehm. So, wir kloppen jetzt hier den Supermenschen nieder. So, tatsächlich machen wir das mit Heavy Attacks, weil der staggert halt des Todes. Das ist übrigens die geilste Attacke, weil ich dachte zuerst, ja, die kennen wir. Ihr seht das schon, dass wenn man super heftige Attacken macht, na, dass dann natürlich seine Guard breakt, aber hier haben wir halt einen doppelten Vorteil. Dieser Boss wirkt jetzt halt so leicht, weil er kann heftige zweihändige Schläge nicht aushalten. Ist jetzt nicht unbedingt automatisch ein Gimmick-Boss, aber er zeigt uns, dass wir Talisman anlegen können und hier haben wir eine erhöhte Feuerresistenz. Aber dieser Talisman erhöht unser Gewicht. Ja, wir haben jetzt tatsächlich eine große Last. Was ärgerlich ist, weil wir müssen unsere Handschuhe ausziehen. Aber wir werden, glaube ich, ich kann auch Punkte in Ausdauer stecken. Ne? Also ihr seht schon, es gibt kleine Bosse, die mit einer gewissen Erfahrung machbar sind, offensichtlich. Und das sollte man jetzt nicht so judgen. Das Problem ist halt, also ich erwische mich immer wieder dabei, dass ich halt Dark Souls 2 immer hart geblamed habe. Zu Recht. Aber dann trotzdem versuche, halbwegs gleich vorzugehen mit meinem Blame-Verhalten. Kann man das so sagen? Na, ich möchte fair blamen. Glaube ich. Weiß ich nicht. So, wir machen erstmal den hier. So, dann ist das Ding erstmal stärker. So, und dann werden wir noch ein paar Level reinpacken. So, das heißt, ihr habt so kleine Höhlen und das finde ich sehr gut gemacht. Also ich persönlich habe den Eindruck, das Open-World-Thema wird sehr einfach behandelt, sehr chillig. Also wirklich überhaupt nicht komplex in irgendeiner Form, wobei ich jetzt nicht weiß, was Open-World auch komplex sein kann. So, das ist unsere Superstute. Die werden wir nicht so häufig benutzen. Also zum Reisen, ja. Hier übrigens auch eine coole Mechanik. Und zwar kann man hier absteigen, das Ding untersuchen. Na, und dann, guck mal, was der macht. Dann zeigt er uns grob eine Richtung. Ich nenne es den sogenannten Content-Ältesten. Na, der zeigt uns dann grob eine Richtung, wo es was gibt. Na, und der, das hätte ich zum Beispiel jetzt nicht gesehen, zeigt uns eine Höhle. Und diese Höhle gehen wir rein. Und das hat das Spiel ganz viel. Also damit darf man auf jeden Fall nicht sagen, oh, das war jetzt aber ein easy Boss. Sondern es ist halt wirklich einfach ein kleiner Boy, der glaube ich auch nicht nur Anfängerspielern Selbstvertrauen gibt, sondern natürlich erfahrenen Spielern die Möglichkeit zu leveln,
an irgendeine Waffe oder irgendeine Rune oder irgendetwas Wichtiges ranzukommen. Ich meine, in dem Fall war es jetzt ein Talisman, der uns also Immunität gibt, ne? Aber so ein bisschen Resistenz halt. Ne? Fashion Souls mäßig. So. Das heißt, auch hier steigen wir ab. Und nun zeige ich euch eine Sache, die wir nicht gesehen haben. Bei meinem YouTube-Quatsch, ne? Das heißt, ich habe keine Asche-Sachen beschworen, glaube ich. Ich glaube, ich habe es nicht einmal gemacht. Na, hier wird natürlich auch, also das ist quasi auch eine Art Tutorial, ne? So, hier kommt eine Sache zu tragen, und zwar Messer. Wir können jetzt zum Beispiel Objekte halt herstellen, habe ich ja gesagt. Na, das bedeutet, hier gibt es so Bomben und so weiter. Hier steht nochmal da, was wir brauchen. So Faden ist tatsächlich sehr schwer zu kriegen. Also habe ich super selten gehabt. Na, oder halt Messer. Na, ihr tötet Gegner, also meistens Tiere. Und die kann man dann sehr gut in Wurfmesser umwandeln. Und Wurfmesser haben einen überragenden Nutzen. Meiner Meinung nach. So. Okay. Ja, hier habe ich auf jeden Fall ein bisschen mehr Probleme. Als ich die Axt hatte. Aber im Prinzip läuft es aufs Gleiche hinaus. Auch die Sachen, die ich jetzt hier einsamme, so Wurzelharz und so weiter, alles Craft Material, und das ist gut. Das ist total fein. Die meisten Gegenstände, die auch ein bisschen mehr wert sind, na, die sind dann auch violett zum Beispiel. So, anvisieren funktioniert über eine herrliche Distanz. Oh mein Gott, what? Okay, also richtige Wurfmesser hauen ja mal extrem rein. I didn't know that. Ich habe die noch nicht so getestet. Ich habe immer mal Knochen geworfen. War mit Knochen sehr zufrieden. Die Pflanzen ja auch. Die Pflanzen haben etwas sehr, sehr Interessantes an sich, was ich tatsächlich noch nicht getestet habe. Und zwar... Vielleicht können wir das einfach hier machen. Hey. Egal. Nee, nicht egal. Ich versuch's nochmal, dann noch später zu suchen. Die Pflanzen, also steht zumindest da, können Asche verbessern. Na, und Asche habe ich ja verschiedene Varianten von Asche. Na, und das ist cool. So, hier wird's besonders heiß, aber ich glaube, hier ist noch irgendwo ein Gegner. Da. Ah, I know it. Aber tatsächlich können auch Gegner hier Punch Attacks. Das ist sehr unangenehm. So. Hier wird jetzt Feuer gespeit. Oh, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Das ist krass. Das Feuer sieht doch sehr, sehr schön aus. Es ist bloß neben all der Schönheit manchmal sehr schwer. Na, wir können ja einmal so dagegen gieten. Manchmal schwer zu sagen, wie das geht. Das hier ist ein Redekopf. Der Redekopf auch, also ich weiß nicht, ob ich solche Spoiler zulassen soll oder nicht. Aber der Redekopf hat für einige Lacher im Stream gesorgt. Und ich habe noch nicht die Funktion rausgekriegt. Also man kann hier so... Hallo. Also man kann halt hier einfach Hallo sagen. Meine Hoffnung... Also vielleicht ist das so ein PvP-Ding, so ein PvE-Ding. Na, dass man so sich begrüßt. Kann ja sein, dass das die Idee dahinter ist. Könnte aber auch nicht sein. So. Ich weiß nicht, ob die Gegner hier... Ich weiß, dass hier Gegner gleich... Alter, bitte kletter einfach, ne? Das ist die Gegner gleich kommen. So. Ich weiß nicht, ob das halt so, ob man dann einfach so miteinander talkt. So, hier mal ein ganz wichtiger Pro-Tipp, wird euch spätestens hier auffallen. Visiert einfach mal im Raum random an. Okay? Pro-Tipp meinerseits, einfach mal anvisieren. Kann Wunder bewirken. So, komm mal her. Hier sind viele Gegner. Ihr wisst, wie es bei Souls-like Games ist. Wenn es viele Gegner sind, alt zum F4. So, es ist einfach annoying as fuck. Ich weiß auch tatsächlich nicht, ob er jetzt hier noch rüberkommt oder nicht. Bumm. Aber Sprungattacke, Leute, der Poise-Damage ist nicht von der Welt. Ich meine, man sieht es schon, wenn der Gegner es macht, ist es ja auch gut. Seht ihr? Es ist, also im Stream war das Feedback... Das ist halt... Das ist... Oh, shit. Das ist sehr viel gemacht.
Stream war eindeutig das Feedback, yo, du springst ja nur rum. Und es ist sehr ungewöhnlich, das zu tun. Und es wirkt hyper weird. Aber es wirkt auch sehr, sehr normal. Es ist halt ganz schlimm. Wenn man es so ein paar Mal gemacht hat, wirkt es super normal, es zu machen. Weil es, wie gesagt, so fucking efficient ist. So. Da hinten sind richtig viele Gegner. Ich glaube, hier wird es dann, denke ich, die ein oder andere Kerne geben. Aber ich weiß tatsächlich nicht, ob... Ah, ist da? Nee, doch nicht. So. Wir machen das hier ganz entspannt. Ich meine, den haut es ja ganz schön runter, ne? Also so sieht es auch einfach aus. Aber ist so. Also soll auch so sein. Bam. Bam. Na, die Gegner sind schon frustrierend genug über ihre schiere Masse. Ihre Anzahl, deswegen je mehr Stagger-Damage ich habe, desto besser. Wie es jetzt natürlich waffenmäßig aussieht, habe ich mich noch nicht ganz getestet. Also mein Plan ist mit der einen Axt und hier auf YouTube spiele ich das Schwert. So, das ist so mein grober Plan, basically. Und wir machen jetzt, glaube ich, ein Stündchen, weil ich einfach Bock habe. Einfach süchtig ist, fuck, ne? Und dann spiele ich hier quasi alles doppelt, aber hoffentlich in der Hälfte der Zeit. Oh. Hätte der nicht aktiviert sein müssen? Weiß ich gar nicht. Die haben übrigens sehr lustige Waffen. Die haben so eine Waffe, die Blutung macht. Das wird euch jetzt wahrscheinlich schon aufgefallen sein. Und die kann man früh kriegen. Also so eine Drop-Geschichte natürlich, so wie immer. Drop-Chances wurden jetzt nicht wirklich abgeschafft. Und jetzt kann ich euch quasi noch so einen anderen lustigen Boss zeigen. Und ich finde, dass wenn man hier so ein bisschen so ein gewisses Grundwissen rangeht, klar fehlt euch jetzt die Überraschung, aber dann wird es halt so eine Art Lehrstunde. Und ich habe immer sehr viel Spaß an Lehrstunden. Also, um nochmal das Thema aufzubringen von vorn, wegen der Auflistung. Ne? Also, euer größter Nachteil ist, Maxim ist nicht nur eventuell. Ne? Aber ich bin glücklich. Wir sind nicht völlig lost in space. Ne? Auch das kann ja auch ein Vorteil sein. Na, und ich kann euch Dinge zeigen, die ich in irgendeiner Form cool fand. Die mir gefallen haben. So, genau. Wir zeigen euch jetzt die Wölfe. Auch eine sehr coole Sache. Das bedeutet, es gibt Gegner, wie zum Beispiel hier. Ich meine, da steht Wachhund, ne? Aber es ist... Das hat mich übrigens mega erschrocken. Das hat mich einfach... Hyper erschrocken. So. Oh, ich weiß gar nicht, ob das. So. Der hat übrigens ein geiles Attack-Muster. Oh, jetzt haben wir ihn gestaggert. So, zack. Und viele Gegner haben dann so eine rote, sowas Rotes. Oder gelbliches eher. Na? Das heißt, die Gegner sind an einer Stelle markiert. Da gibt es zwei Optionen. Entweder ihr crittet da rein und... Oh mein Gott, das ist so gut. Entweder ihr crittet da rein oder ihr schlagt auch drauf. Das geht auch. Also das kann ich auch noch als Tipp geben. Dir wird quasi angezeigt, hey, guck mal, das ist die Schwachstelle, da sollst du reinkritten. Übrigens bei diesem Reiter am Anfang, ich habe die nicht gefunden. Ne? So, Huhn verschwindet auch. Wie gesagt, ihr könnt auch ohne die Hunde spielen. Es ist aber eine Spielmechanik, die ich ganz cool finde, so ein bisschen mit Summons arbeiten, finde ich tatsächlich gar nicht so schlecht. Mir persönlich, okay, hat es lächerlich viel Freude bereitet. Also es war ganz toll. Ich kann es gar nicht anders sagen. Es war einfach toll, einfach Spaß gemacht. Ne? Und wenn es Spaß macht, dann ist es auch korrekt. So, wir gucken jetzt, wie viele Steinchen wir haben. Ah, da sind die Blumen. Aber das kann ich wahrscheinlich erst später nutzen. Ne? Ich habe ja ganz viele Blümchen. Stärkt Asche auf plus 1. Da wird es wahrscheinlich noch einen extra Schmiedestein geben, der Asche, denke ich, verstärkt. Das wäre jetzt meine Vermutung. So.
Wir setzen alles auf Vitalität. Je schlechter man ist, desto mehr Vitalität macht man einfach. Fertig aus. Ne? So, ich könnte jetzt hier so ein bisschen am Strand rumpimmeln. Hier gibt es auch interessante Dinge. Auch da könnte man hin. Aber wir machen mal noch unsere Waffe etwas besser. Und um das ein bisschen besser zu machen, brauchen wir Schmiedestein. Ein bisschen komisch, ne? Es gibt ja so Titanite-Shards und so weiter. Und hier ist einfach nur Schmiedestein. So, zwischendurch töten wir einfach ein paar Tiere. Ja, kann man auch machen. Das Spiel sieht natürlich beautiful aus. Wie gesagt, ich präsentiere das hier auf der Playstation. Das ist so mein Plan. Und hoffe, das sieht auch gut aus. Sieht auch ein bisschen grünlich aus bei euch, ne? Aber das liegt wahrscheinlich an meinem Monitor. Liegt das an meinem Monitor? Ist da ein Filter drüber? Der Monitor präsentiert das einfach. Wahrscheinlich seht ihr das richtig und ich sehe es falsch. So. Und zwar wollen wir hier runter. Hier runter gibt es verschiedene Wege, denn hier gibt es auch eine Höhle. Wieder eine schöne Höhle, na, mit einem Boss. Vögel, das ist einfach schön. Wir gehen auch nicht mal weg. Na, man reitet da einfach vorbei. Hier kann ich den Double Jump empfehlen. Habe ich jetzt aber nicht gemacht. Hier übrigens sehr lustig, na, ist eine Giftpflanze. Und auch die kann man staggern. Amazing. Feiere ich sehr. Ich weiß nicht warum tatsächlich, warum ich so doll feiere. Aber du kannst halt, die präsentieren dann basically auch ihren Schwachpunkt. Und dann kannst du sie critten. Das ist einfach geil. Weiß ich nicht. Das ist ein bisschen stumpf, aber es ist irgendwie geil. So. Gut. Aber damit wollen wir uns nicht weiter beschäftigen. So, lasst mir auf jeden Fall gerne Feedback da, ob das so für euch okay ist, ob das so ein bisschen einen anderen Stil hat. Ich persönlich mag es so selber sehr gerne. Ich hab gerne ein bisschen mehr Ahnung und bin gerne planlos im Stream. So, hier könnte man schon sehen, hier habe ich ein bisschen was verpasst. Ich weiß gar nicht, ob ich das dann schaffe. Aber ich glaub schon, ne? So, zack, jetzt wird unsere Fackel, genau. Unsere Fackel wieder sehr, sehr handy sein. Goldene Rune haben wir eigentlich. Ich sehe, ich bin jetzt da vorne. Da steht's. Goldene Rune ist das. Ganz, ganz simpel. Hier auch schön gemacht vom Spiel. Ne? Wir haben dann hier die Möglichkeit, hier einfach runter zu sliden, auch wenn wir in Anführungszeichen den Fahrstuhl weggeschickt haben. Falldamage sehr gering. Also Falldamage. Ich habe hier, glaube ich, einmal Falldamage bisher bekommen. Und ich glaube, wenn das ein halber Meter mehr gewesen wäre, wäre ich tot. Also es ist halt so, das Spiel ist sehr lustig, was so Elemente wie Fallschaden angeht. Diese Höhle kann ich euch aber im Early Game schwerst mehrfach empfehlen. Oh mein Gott. Okay, mit der Axt habe ich hier deutlich weniger Schaden gemacht. Die Empfehlung aber für mich persönlich, für euch persönlich, diese Höhle zu machen, ist an den Steinen. Hier gibt es sehr, sehr, sehr viele Steine. Der will die Steine tatsächlich nach mir werfen. Aber ihr seht schon, man kann halt gute Stats der Ausdauer nutzen. Viele Punkte der Ausdauer nutzen, um halt wirklich diese Jump Attack auch zu nutzen. Also Jump Attack, es ist wieder natürlich, es ist wirklich ganz schlimm. Also ich glaube, für diejenigen, die es jetzt sehen, die Elden Ring sehen und vielleicht Dark Souls kennen, die werden sagen, what the fuck is he doing? Na, also es wirkt unangenehm von außen. Den Punkt gebe ich euch 10 von 10. So, hier nochmal der Spell. Na, aber wie gesagt, es staggert die Gegner kurz. Ich glaube, das soll die Idee sein. Vielleicht so eine Art Befreiungsschlag oder sowas. Wahrscheinlich hat man sehr viel Poise währenddessen. So, den kann ich kritten. Ne? Ich habe auch eine dicke Keule. So. Ja, hier sind natürlich zwei Handwaffen besonders stark. Ratten allerdings auch besonders stark. Oh, wow. Ich glaube, das kann nützlich sein, so als leichter Befreiungsschlag. Das wäre so meine Prediction. So, die Monster, die... Oh, wieder ein Schmiedestein. Ja, also, geht hier hin. Okay? Wenn ihr eure Waffe, also die Schmiedesteine sind ja die kleine Variante,
Sorg dafür, dass deine Waffe auf plus 3 geht. Just do it. So, also ich glaube, Waffe plus 3 ist schon 50% mehr Damage. So, bin ich mir nicht mehr sehr sicher. Wahrscheinlich nicht. Aber ich sag's trotzdem. So, hier gibt es einen Absprungpunkt. Wieder, man kann hier rein. Da ist quasi auch der Boss. Da gehen wir aber nicht rein. Wir gehen. Also noch nicht. Wir gehen erstmal hier runter. Gucken wir nochmal um. Das Game läuft sehr flüssig. Auf PC kann ich es nicht beurteilen so richtig. Auf PC habe ich gestreamt und da gab es gerade bei dem Ritter, bei dem Goldenen Ritter, bei diesem Baumwächter oder sowas, da waren schon ein paar FPS-Einbrüche dabei. Also das. Also ich habe hier auch das übelste Beast, aber im Prinzip gibt es irgendwann so einen Punkt, wo tatsächlich nicht mal Beasts was machen können. Weil es ganz einfach um Programmierungsgeschichten geht. Und die sind kompliziert. So, auch hier wieder, na, Jump Attack ist absolut im Weg. Ich finde es auch gut, dass der Gegner dann auch so eine schnelle Attacke kann, weil gegen die schnelle Attacke kann ich tatsächlich fast nichts machen. Also die punisht mich dann. Und das ist cool. Ne? Ich finde es auch gut, gepunished zu werden. I like that. So, wir schlitzen die natürlich alle so gut wie geht auf. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts verpasst. Jumpen nochmal, machen nochmal den normalen Schlag. Und nehmen noch mehr Schmiedestein mit. Ne? Just take it. Ich bin ja auch tatsächlich jetzt offline. Ne? Ich merke das gerade. Ich habe eigentlich gesagt, dass ich Johnny helfen wollte bei den ein oder anderen Bossen dann, dass ich dann auch auf der PlayStation spiele. Aber da muss ich halt legit 12 Euro ausgeben. Und jetzt frage ich mich die ganze Zeit, hat Johnny auch die Online-Variante des App? Das klär ich mir ein bisschen auf, ob ich hier im Monat Geld bezahlen muss, damit meine PlayStation hier Online-Zugang hat. Das würde ich gerne wissen. Ich bin auch nicht sehr traurig, weil ich habe eine neue Kreditkarte bekommen. Das heißt, ich habe legit mit der Kreditkarte meiner Frau dieses Game gekauft. Ja, auch weird. Ja, aber ja, ich muss halt hier oben eine Kreditkarte angeben, weil ich nicht dieses PayPal Plus oder was das ist, da installieren wollte. So, nochmal bitte runter. Ja, jetzt gehen wir zu der Geheimstelle. So, das hier fühlt sich auch smooth an. Hier auch wieder ganz sneaky. Da ist die liebe Marika. Und die liebe Marika ist eine ganz nette, weil die sagt, hey, wenn du stirbst, wirst du da wiederbelebt. Und das ist ein sehr passender Ort. Weil die Gegner hier tatsächlich ein bisschen improved. Na, weil die... ich habe so viel Ausdauer. Holy shit. Also die schiere Zahl an Ausdauer ist schon mal extrem schön. So. Da wieder Schmiedestein. Ja, geht hier runter. Ich kann es nur wiederholen. Leute, wenn ihr Spaß an dem Spiel haben wollt. Oh, ist mir eigentlich nicht, ne? So, genau. Hat der gerade richtig viel nach oben? So. Ich habe leider einen Fehler gemacht. Ich habe kein Healing-Shit mit. Ich weiß nicht, ob da unten noch mal so eine Gnade ist. Kann sein, dass ich hier durchrenne. Gleich. So, Schimmerstein-Überrest. Was man damit macht, weiß ich noch nicht. Ihr wisst, wie es ist. Na, manchmal sammelt man so Dinge ein und weiß erstmal nicht, was es bringt. Das ist, denke ich, nicht unbedingt ein Soulsborne-Thema. Aber ab und zu ist es der Fall. Oh, shit. Der war noch in seiner Animation. So, hier habe ich früher released als er. Normalerweise mache ich nicht. Aber heute machen wir es. So. Jetzt fahren wir hier runter. Wenn hier eine Marika ist. Wir gucken mal, ob hier eine Marika ist. Wenn hier eine Marika ist, dann ist alles cool. Da war auch was, ne? Habt ihr das gesehen? Wait, da war was, ne? Da ist was. Blind. Also irgendwas ist hier noch. Ja, ja, wie gesagt, ich will ja auch neue Sachen sehen. Da. Aber man hätte die auch quasi runter. Da ist was. Seht ihr das? Das ist 100% zum Abbau. Oh, siehst du, jetzt muss ich in meinem anderen Let's Play da auf jeden Fall rüber. Dunkelschmiedestein. Haha, was der bringt, weiß ich natürlich nicht. So, aber da seht ihr schon, großer Vorteil. Kann man machen. So, hier werde ich jetzt... Oh, hier ist so viel Schmiedestein. Hier werde ich jetzt voraussichtlich sterben.
Ich hatte auch schon die ein oder anderen Bugs schon in dem Spiel. Also bugfrei ist es noch nicht. Ich wurde auch schon an einigen Stellen sehr hart festgezwaggelt. Aber wir testen einfach mal. Vielleicht können wir auch Wölfe beschwören. Aber sieht so aus, als wenn wir es nicht können. Weil ich nicht genug Mana habe. Ne? Okay, it is what it is. Müssen wir so fighten. Am besten treffen. So. Oh, das war ein guter AOE, Bruder. So. Hier mache ich auf. Oh, hier bin ich tot. Okay. Das passiert. War nicht gut. War einfach nicht gut gespielt. Aber ich hatte auch keine Flasks mehr. Deswegen, Marikas Pfahl. Jetzt müssen wir kurz überlegen. Nö, das ist jetzt richtig, ne? Das, oh, ja, jetzt bin ich gestorben. So. Also, no Death Run wird es hier natürlich nicht. Ne? So. Ich weiß nicht, ob ich von denen. Ihr seht schon, die sind alle hart am Chillen. Ich weiß nicht, ob ich von denen etwas bekomme, was mir hilft. Ich glaube, wahrscheinlich droppen. Die Spitzhacken oder sowas von denen werden sicherlich irgendeinen Nutzen haben. Aber ansonsten nicht. Sonst, also, natürlich die Empfehlung: geht vorbereitet in so einen Fight rein. Ne? Just don't do it. Don't be me, basically. So. Normalerweise ist das hier auch absolut alles machbar. So. Gucken mal, dass wir auf eine Hyperspace-Attacke da ankommen. Und ansonsten kann ich natürlich empfehlen, springen. Aber es ist kein Muss. Also gerade hier, das ist halt super krass. Ne? So, jetzt muss man überlegen, ob ich ihn jetzt kritte oder ob es eventuell mehr Sinn macht, konsistent auf seinen Kopf einzuhauen. Und das ist eine Sache, die ich gelernt habe oder bemerkt habe, dass es manchmal krasser ist, einfach auf ihn drauf zu liegen. Oh, das ist doch stark. Das ist gesehen, der hat noch seinen Fuß benutzt. Das ist ja geil. So. Also der Vorteil, den ihr habt, ihr staggert halt des Todes und dann könnt ihr hier auch die super coole Animation kriegen. Ja, ich glaube, das war jetzt 300 Damage, ne? Ich glaube, wir haben mehr Schaden gemacht, weil wir weit auf ihn getroschen haben. Ihr könnt ja währenddessen auch die Wölfe zum Beispiel beschwören oder so. Ich meine, das habe ich jetzt verpeilt. Das könnt ihr machen. Also das sind wirklich Bosse, wo ihr jetzt nicht sagen könnt, ich bin der beste Dark Souls-Spieler Europas, sondern ihr sagt hier ganz einfach, geil. Das ist ja absolut amazing. Ich habe jetzt hier gerade einen sehr schönen, ja, Gaming-Moment gehabt. Ne? Ich hatte viel Spaß und ich habe viel Schaden gemacht und ich habe einen Boss besiegt. Dazu ist er, also das ist das, was ich so fühle in dem Moment. So, Alter, 9 habe ich. Ich komme ja wirklich fast auf plus 3. Boah, jetzt überlege ich gerade, wo es noch einen gab. Wo ich eventuell schnell noch einen kriege. Da drinnen? Da ist auch noch einer. Ja, einen Boss machen wir noch. Ist das eigentlich angenehm, was ich hier gerade tue? Ne? So, hier gibt es natürlich noch sehr viel Weltliches zu entdecken, aber bevor wir, also beim nächsten Mal ist der Plan, dass wir natürlich, dass ich euch noch mehr Sachen zeige. Ihr müsst jetzt bedenken, ne? Ich glaube, für euch jetzt YouTube-mäßig, der Nachteil könnte natürlich sein, dass ich hier von Ort zu Ort gehe und vielleicht auch ein paar Sachen dabei sind, so was ist da, was könnte hier in der Ecke sein, warum ist da ein Blitz eingeschlagen? Ne? All diese Dinge wecken natürlich massivstes Interesse. Also auch zu Recht. Oh mein Gott. Auch zu Recht tatsächlich. Na? Und ich kann euch sagen, der Trade-off bei Open World ist natürlich. Das ignorieren wir jetzt einfach mal. Der Trade-off bei Open World ist natürlich, dass auch sehr viel existiert. Ja, was einfach erstmal da ist. Na, es ist einfach sehr viel. Schaffe ich das hier? Das ist ganz schön neu.
So, hier kann man hochjieten. Machen wir jetzt nicht. Machen wir beim nächsten Mal. Also das Ding ist halt, ich zeige euch schon Sachen, wo ich das Gefühl habe, da war ich schon. Und nur weil die Welt Open World ist, heißt das nicht, dass man hier jeden Millimeter abklappern muss. Also ihr könnt jeden Millimeter abklappern. Na, und bei einigen Millimetern werdet ihr auch belohnt. Aber viel ist einfach auch filling. Okay, es gibt einfach viele Orte, die einfach... Es ist einfach ein Strand. Ja, und es ist natürlich schön, dass es ein Strand ist. Na, aber dann war es das auch. Dann war das halt in Anführungszeichen ein Strand. Und ihr habt da ein wenig gemacht. So, können wir hier noch ein Pünktchen verteilen? Korrekt. So, Pünktchen verteilt. Ich glaube, wir können sogar noch ein Pünktchen verteilen. Weil ich ja hier so eine Sache habe. Ups, da hätte ich gleich beide machen können. Aber vielleicht reicht eine schon. Irgendwas 1600 war das, ne? No. Scheiße. Sorry. Nein. Solche Sachen findet man übrigens auch in so goldenen Schädeln. Auch eine coole Variante tatsächlich. Also wir haben jetzt hier, glaube ich, 200 oder so gekriegt. Und dann, es gibt so goldene Schädel, die leuchten so auf dem Boden. Die kann man einsammeln. Also die kann man drüber reiten oder reinrollen oder sie zerschlagen. Und dann passiert Folgendes. Dann kommt da so eine goldene Rune raus. Eine sehr interessante Mechanik. Also man kann quasi auch über das Land laufen, seine Augen offen halten. Ich weiß gar nicht, warum ich hier so komisch geguckt habe. Ne, seine Augen offen halten und wird dafür mit kleinen, aber feinen Mengen belohnt. Okay, jetzt haben wir aber wirklich genug gespielt. Oh, lol. Hasantan. Der ist einfach in die Fackel rein. Eigentlich wollte ich meinen Special Move machen, aber konnte ich gar nicht. Hab ich einfach verkackt. So. Okay, das war jetzt sehr buschig. Oh wait, das ist der Starke hier, ne? Der macht hier diesen Doppelbiss. Den finde ich designmäßig extrem nice. Bei der... normalerweise ist man gewohnt, Tiere zu... Oh shit. Tiere zu schilden. Oh wow, der hat gedodged. Man ist normalerweise gewohnt, Tiere zu schilden. Und dann kannst du hier Schildkonter machen. Und der macht... Das heißt, du aktivierst den... Du musst quasi den Schildkonter aktivieren, wenn er seinen zweiten Biss gemacht hat. War ein übel geiles Learning für mich. Weil ich dachte erstmal, hey, wieso kann ich hier den Schildkontern? Der beißt mich da die ganze Zeit. Und er beißt halt... Wegen seinem zweiten Auto-Tag. Fand ich mega geil. Also es ist so eine ganz kleine, einfache Sache, aber ich glaube, da hat sich ein Designer gefreut, der gesagt hat, naja, die meisten, ihr kennt es bei Hunden, ne, die machen da halt ihren Block, ne, und dann war's das. Hier könnt ihr übrigens auch sehen, Falldamage ist da tatsächlich. Aber es ist nicht so viel. Es ist einfach auf ein Null. Also in Dark Souls, wir wissen es alle, wir wären einfach tot. Also wir wären halt der Vater von Tod, basically. So. Und das ist cool. Ich glaube, das Höhlenmoos benutzt man, glaube ich, später für ein Item, was man craften kann, wenn man das Rezept hat. Was dafür sorgt, dass man Gift reduziert. Und glaubt mir, ihr werdet vergiftet. It's gonna happen. Wisst ihr, wie es ist? Miyazaki hat es irgendwie mit Gift. Und es wird ganz einfach passieren. Oh mein Gott. Ja, der hat mich auch... Also das, da erinnere ich mich. Der hat mich auch so überrascht. So. Okay. Ja. Diesmal habe ich ihn gesehen. Ich hätte gedacht, dass die Rollattacke schnell genug war. Aber war sie nicht. Oh, das wird auch so ein guter, ne? Also gut im Sinne von stark. Aber wir haben ordentlich Power. Ja, mach die Sprungattacke. Die ist, es ist so weird. Hey, weird. Marika, was geht? So, man kann sich ja echt über jede Marika freuen. Wir gehen da jetzt runter. Ich mache jetzt noch schnell einen Boss, okay? Bin ein bisschen bosssüchtig. Aber das ist halt eine... Okay. Okay, das ist unangenehm, weil er drängt mich da runter. Okay, das ist auch unangenehm. Okay. Hier auch große Empfehlung. Sprung und Outer-Tang. Das ist eine Art Befreiungsschlag.
So. Ein Barbecue, oder? So, habe ich auch sehr schlecht gemacht. Oh, Schmiedestein. Ist schon worth. Alter, der. Den hat es da oben ordentlich festgezwaggelt. So, es kann sein, dass wir uns hier so ein bisschen Maraikan lassen. Das ist disgusting. Aber das können wir tatsächlich. Nicht beide gestorben, ne? So, hier auch wieder große Empfehlung. Aber hier? Ne, hier noch nicht. Aber gleich kommt eine große Empfehlung von mir. Ich nenne sie Jump Attack. So, hier ist ein bisschen weird, weil man hier eventuell das Gefühl hat, ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Aber tatsächlich geht es hier im Wasser weiter. Jetzt wird es kurz epic. Weil jetzt heißt es super viel auf einmal töten. Weil ihr seht schon. Ja, ihr seht schon, dass man hier eventuell eine Strategie braucht. So, und die Strategie lautet einfach volle Hütte draufhauen. Und das funktioniert auch sehr, sehr gut. So, jetzt muss ich mich ganz kurz orientieren. Ich glaube, man konnte in den Wasserfall rein, aber zuerst gehen wir mal hier hin. Ich weiß, es ist wieder sehr dunkel. Keine Sorge. Markov hat seine Taschenlampe mitgebracht. Das ist ein bisschen Foreshadowing, was für einen Gegner uns erwartet. Und hier wieder, ich meine, wie soll ich sagen? Hier ist wieder The Plunge Attack ein Thema. Na, weil das Ding kommt jetzt hier runter und ihr macht folgendes. Ihr macht Bam und dann springt er nochmal. Und dann staggert das Ding. Und so ist es tatsächlich halbwegs playable. Ihr müsst ein bisschen warten. Und dann wieder rein. Es ist. Also die Plunge Attack, das ist auch so, dass das Game das tatsächlich von dir auch verlangt. Okay, das Game sagt dir ganz bewusst: Wir haben das gemeinsam mit Miyazaki geplant. Just do it. Na, nutze es einfach. Und genau das habe ich dann quasi getan. So, wir sammeln hier natürlich wieder 5000 Sachen ein. Auch waren hier natürlich dann entsprechend viele Gegner. Ben, nicht kaputt machen. So, und jetzt. Zack, hier sehen wir schon, Rufzeichen ist natürlich extrem gut. So, weil hier war der Moment, wo ich mit Simon zum ersten Mal Koop gespielt habe. Und ich dachte, das ist halt hyper, ja, wie soll ich sagen, casual. Und ist es auch. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Also extrem viel. Ich kann halt dieses Casualige, kann ich euch sehr empfehlen. Hat mir super viel Freude bereitet. So, das ist ganz weird. So, jetzt machen wir hier die Wolf-Mechanik nochmal. Denn ich habe keine Tränke mehr. Und wir haben hier einen Gegner. Wo man schon sagen kann, dass man viel Outlaw hat. Kommt tatsächlich. Na, und irgendwann auch Beine, aber auch lockern muss. So. Und jetzt hat es den umgehauen. Jetzt kann man wieder am Kopf hauen. Aber es geht auch hier. Na, man sieht natürlich, dass er die epischsten Schadenswerte da nimmt. Aber jetzt muss ich einfach nur kontrollen. Weil, ihr seht schon, KP habe ich nicht. Und sterbe. So, er schlägt natürlich irgendwo zu. Das ist ein bisschen ärgerlich tatsächlich. Wusste ich nicht. Kann Feuer speien. Habe ich tatsächlich wirklich nicht gewusst. So. Also, ihr geht da normalerweise mit Flasks rein. Na, ganz easy. Na, ihr geht da. Ihr habt da genug Trinken mit. So, wir sprinten jetzt hier so ein bisschen durch. Ich überlege gerade, wie wir das am schlausten machen. Ja, so verfehlen ist aber auch lustig. Ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt hier von triggern können. Mal gucken. Wie viel können wir triggern? Ohne. Okay. Ich meine, man kann die jetzt versuchen, alle wieder einfach zu töten. Das ist definitiv eine Möglichkeit. Aber wollen wir nicht. Ich glaube, der Etagenwechsel bringt hier Strom. Nee, also wechselt nicht die Etage.
Fastfinding auf, wie viele Gegner hier sind. Ups, ich habe mich verklickt. Entschuldigung, PlayStation-Controller. PlayStation-Controller fühlt sich tatsächlich itemweise ein bisschen anders an. So, jetzt brauchen wir Hyperintelligenz. Wir müssen da gleich rüber. Weil, ach, die sind halt alle wieder hier, ne? Das ist schon unangenehm. Da im Wasserfall ist es. Aber wir gehen... Ja, ignorieren die, oder? Ich meine, die werden mich jetzt hier nicht schon hauen, oder? Warum auch? So. Tut denen ja nichts. So, ich mache hier nochmal Licht an. Der kommt hier nochmal runter, ne? Aber ich glaube... Wait. Das ist tatsächlich ein sehr starker Gegner, wenn man den machen lässt. So, jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass ich jetzt nicht viel besser dran bin als vorher. Ich glaube, da ist der Weg. Das hier ist der Weg. Da muss ich rüberspringen. Okay, another one. Und dann ist aber tatsächlich Schluss für heute. So. Ich weiß tatsächlich nicht, ob ich die Items hier dann doppelt eingesammelt habe oder nicht. Aber wir nehmen die Wölfe. Wölfe sind cool. Jetzt passe ich einfach ein bisschen auf und versuche den halt einfach zu untappen, wenn ich den das erste Mal lege. So, und natürlich zweihändig. Die ersten. Okay, das ist zum Beispiel ein größter sinnlos Move, na. Ich glaube, der wäre in einer kleinen Area gefährlich. Aber in einer großen nicht wirklich. So, man kann hier doch. Also alles, was rot ist, kann man basically hauen. So. Manchmal hört man auch Crit-Geräusche. Aber da sollte man es nicht. Übertreiben, tatsächlich werden meine eigenen Wölfe gekrittet. Also die eigentlich gekrittet und staggert. So. So, so. Halt. Hängen. So. Die Wölfe sind halt sehr fleißig. Kill ihn! Okay, das ist ein bisschen ärgerlich. Na gut. Einen Versuch machen wir noch. Er war ja basically schon tot. Ich hab's nur verkackt. Er geht da mit einer Flask hin. Na, ihr geht da in aller Ruhe mit einer Flask hin. Ihr seht, das natürlich... Ich werde ja gerade auch mega krass abgelenkt, aber das ist okay. Das ist halt tatsächlich in Ordnung. Lege, ob das hier der sneakigste Way ist. Überlegt tatsächlich, ob das der sneakigste Way ist. Ich würde natürlich gerne um einen Gefallen bitten, aber dazu muss ich hoffen, dass in meiner Nähe alles richtig ist. So, warte mal. Hier ist Wasser. Ist das worth? Das Problem ist halt, also normalerweise greift ja diese Mechanik, dass man Flasks bekommt, wenn man Gegner und Gruppen vernichtet. Aber das ist tatsächlich noch nicht getan. So, eine Sekunde, ich muss kurz was einstellen. So, Wasserfall, da gehen wir durch. Nicht mal verlaufen, nee, doch, wir haben uns verlaufen. So, eine Sekunde. Wir sind hier runter und hier mussten wir tatsächlich nochmal runter, ne? Nee, warte mal, da, ich bin halt komplett lost, Leute, ne? In die letzten Minuten. So. Die letzten Minuten kosten meine gesamte Aufmerksamkeit. War ich da nicht? Bist du dumm? Ne, ich muss runter. Schon richtig gedacht. Eine Sekunde. Genau. Ich hab's nur falsch gesehen. Das sah halt einfach noch schlimmer aus. Das war das Problem. So, und jetzt nehmen wir aber die Lücke. Pass auf. Seht ihr den Wasserfall da? Au. Oh. So, das hat einwandfrei funktioniert. Das wollte ich machen. So, jetzt haben wir die Flasks.
Wir sind diesem riesen Oktopus tatsächlich entkommen. Ich weiß tatsächlich nicht, ob ich die ganzen Sachen hier einsammle, Alter. Die Glühwürmchen habe ich jetzt ungefähr zum 100. Mal eingesammelt. Ob das quasi auch zutrifft für die anderen. So, aber meine Hoffnung war es natürlich hier nicht dreimal das Ganze zu probieren. So. Oh, Alter, die Kante ist aber sehr unstabil. So. Ja, der hackt hier irgendwo. Ständig. Und wenn ja auch hier gesenkt. Alter, ein Stein geworden. Man sieht hier, also das hatte ich auch bei einem anderen Gegner tatsächlich. Das ist natürlich nett gemeint von den Machern auch, dass man halt hier einen Boss hat, der riesengroß ist, aber von dieser Größe kann man tatsächlich gar nicht so viel profitieren, weil du, ich meine, was seht ihr jetzt? Ne? Das hatte ich auch bei einem anderen Boss, man sieht halt einfach Beine. Das war's. So, wunderbar. Also, wir kämpfen halt dann irgendwann nur gegen Beine. Also die Epicness ist zum Beispiel, wir werden später noch einen Drachen sehen und so. Das haben die ganz cool gemacht. Aber sonst gibt es halt hier so Situationen, wo es gar nicht so worth ist, dass wir so einen riesen Gegner haben, weil wir sehen von dem nichts. Also später ist es auch so, dass ihr nur noch rumrollt und tüdelt und macht, aber tatsächlich nicht viel seht. Gut. Gebt mir gerne Feedback. Ich würde gerne wissen, ob ihr diese Variante gut findet. Ich persönlich freue mich dann quasi dadurch mehr aufzunehmen. Ja, weil es einfach cleaner ist. Tschüss.